Wer einen Titel trägt, der ist heute bei uns dabei. Ob Schönheitsköniginnen, unsere Eurovision Song Contest-Kandidatin oder der Gewinner der grössten Schweizer Talent, etwas haben alle gemeinsam. Sie wollen mehr als nur den Titel. Guten Abend. Jason Brücker läuft zurzeit wie geschmiert. Nicht nur hat er im April den Titel vom grössten Schweizer Talent gewonnen, jetzt ist er gerade nochmal ausgezeichnet worden von seinem Heimatkanton Basel-Land. Eine grosse Ehre für einen jungen Artist. Nicht so goldig sieht es für unsere Ryka beim Eurovision Song Contest aus. Sie liegt im Moment in den Wettbüros auf dem letzten Platz. Mehr zu ihr dann gerade nachher. Gestern ist ja das erste Halbfinale in Stockholm über die Bühne und damit auch die ersten 18 Auftritte. Und wie man bei denen gesehen hat, sind das ja Videoprojektionen gerade hoch im Kurs. Was unsere Ryka optisch zu bieten hat, sehen wir dann morgen bei ihrem Auftritt. Jetzt hat die Sängerin das erste Mal die Optik von Stockholm genossen. Neben der Probe und dem Promo-Auftritt hat sie sich ein paar Stunden frei genommen, um durch die Innenstadt zu flanieren. Ewig im Herzen tragen auch die Missen ihr Erlebnis mit den Wahlen zur schönsten Schweizerin. Vor allem früher war das ja ein richtig grosser Anlass. Mittlerweile hat das Interesse deutlich abgenommen und dieses Jahr soll die Wahlnacht am Fernsehen sogar ausfallen. Bei der Modenschau von der Missenschneiderin Lisbeth Egli haben uns die ehemaligen Schönsten verraten, wieso diese Entwicklung für sie eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Und das ist ja gut. Lieber zu viel als zu wenig Arbeit. Ja, schöne Frauen in exklusiven Roben schreiten auch morgen wieder bei uns über den roten Teppich. Das Filmfestival in Cannes wird eröffnet. Alles dazu morgen in der Sendung. Ihnen einen erholsamen Abend.